Heute mal ein Video an alle, die sich gern mal die Nägel abfressen oder abfressen lassen oder an die, die das Ganze wieder beheben müssen. So, es ist endlich soweit. Wir werden heute mal das Thema abgekaute Fingernägel durchgehen. Und zwar habt ihr mich das gefragt bei Facebook, Twitter, Instagram, E-Mail war auch noch dabei und auch noch unter den Kommentaren, genau. Da habt ihr mich gefragt, wie ich daran gehe, wenn ich einen zu kurzen Nagel habe und den mit einer Schablone verlängern möchte. Dies werden wir heute einfach mal tun, und zwar mit der Firma Fingerspitzengefühl. Die hat mir die ganzen Produkte zur Verfügung gestellt. Das heißt Gele, Schablonen und auch noch etwas zu gewinnen. Das wird dann aber erst am Ende des Videos bekannt gegeben. Also fleißig dranbleiben. Diesen abgekauten Nagel stellt uns dann die Franzi zur Verfügung. Ich war ein paar Wochen nicht da, da hatte sie genug Zeit, sich ein bisschen an den Nägeln rumzukauen. Wer sie kennt, weiß auf jeden Fall, das macht sie ganz gerne mal. Da ist einer von, der ist auf jeden Fall kurz genug, um da euch zu zeigen, wie das ganze Prinzip funktioniert. Ich hätte ihn gerne noch etwas kürzer gehabt, aber c'est la vie. Ich schnack nicht mehr länger, starten wir doch einfach mit der Modellage. So, wie gesagt, wir haben jetzt hier einen abgekauten Finger für uns zur Verfügung und den wollen wir dann auch direkt mal bearbeiten. Der ist jetzt nicht ganz so kurz, wie ich ihn gerne hätte, aber ja, es reicht auf jeden Fall, um euch mal das Prinzip zu zeigen. Wenn die Finger noch mehr abgekaut sind, drehe ich mal kurz zur Seite. Also wenn die zum Beispiel bis hierhin abgekaut sind, habt ihr meistens hier noch so eine kleine Wulst. Die müsstet ihr dann wahrscheinlich irgendwie mit einer Schablone runterdrücken, aber das zeige ich gleich auch nochmal schnell. Das haben wir jetzt hier nicht. Und zum Prinzip, wir werden hier erstmal Gel auftragen auf die Haut, ohne eine Schablone, um erstmal eine Grundlage zu haben, wo wir dann die Schablone drunter schieben können. Das ist Step Nummer 1. Nagel ist soweit vorbereitet, Nagelhaut ist weg. Wenn ihr wirklich viel Nagelhaut habt, die auf jeden Fall entfernen. Wir brauchen jeden Zentimeter von abgekauten Nägeln, den wir kriegen können. Oder jeden Millimeter besser gesagt. Und ja, ich schmeiße jetzt Primer drauf, dann kommt das Haftgel und dann starten wir direkt mit der ersten Schicht Aufbaugel. So, heute mit der Firma Fingerspitzengefühl, einer meiner liebsten Firmen, kennt ihr ja schon. Machen wir wie gesagt erstmal den Primer drauf. Wenn ihr den Pinsel frisch rausnehmt und die Flasche voll ist, dann erstmal so ein bisschen an der Zebe abtupfen und dann einfach auf den Nagel drauf. Und dann lassen wir das kurz einwirken und dann kommt das Haftgel drauf. Haftgel wieder ganz vorsichtig, nicht auf die Haut kommen. Also nicht hier hinten auf der Haut kommen, hier vorne ist es uns jetzt relativ egal. So, und dann kommt das Ganze zum Aushärten in die Lampe rein. Haftgel und Primer. Haftgel ist das Extreme Bond. Und wo ist denn der Primer? Primer war der Ultra Bond. Nicht zu verwechseln mit James Bond. So, als nächstes kommt der Moment, wo wir die erste Schicht Gel auftragen. Wir benutzen heute auch die Schablonen von Fingerspitzengefühl. Wenn ihr jetzt wie diese besagte Hautwulst haben solltet, die ihr runterdrücken wollt, dann nehmt euch einfach eine Schablone, setzt die hier so an und zieht die Haut dann damit runter und klebt die Schablone dann unten fest. Somit zieht ihr die Hautwulst dann runter und ihr könnt dann auf dem Gel, auf der Haut hier vorne das Ganze auftragen, ohne dass ihr hier so einen Hubbel habt. Das ist ganz wichtig, damit ihr, damit das Gel auch keine Hubbel habt und dann könnt ihr das später schöner feilen. Das brauchen wir jetzt hier nicht, weil wir haben jetzt hier keinen Hubbel. So abgefressen sind die jetzt nicht. Und dabei habe ich mein Bestes gegeben. Dabei hat sie ihr Bestes gegeben. Sie gab ihr Bestes. Ich durfte nicht mehr, ich habe extra gefragt. Ja, aber nicht heute. Hättest du mal vor ein paar Tagen machen können. Ich habe die ganze Zeit, aber dann... So, erstmal eine dünne Schicht auf den ganzen Nagel. Du hast mein Kunstwerk einfach nicht rechtzeitig gesehen. Und
Und dann werden wir jetzt hier vorne das Ganze so ein bisschen auf die Haut drauf machen. Nicht so viel. Wirklich nur so eine kleine Kante, wo wir dann die Schablone runterschieben können. Jetzt natürlich gucken, dass ihr hier an den Seiten auch so ein bisschen was auf der Haut drauf macht. Natürlich nicht so viel, so wie hier, das wäre jetzt zu viel. Da nehme ich jetzt ein bisschen wieder was weg. Weil hier lässt sich das dann gleich blöd feilen. Und dann ziehe ich das nochmal ein bisschen weiter. Und dann kommt das Ganze einmal. Genau, hier an der Seite haben wir was hingeschmiert. An die Seite, hier vorne auf die Haut. Und das kommt jetzt kurz in die Lampe rein zum Aushärten. Nein. Wie lange ist kurz? Kurz ist eine Minute. In der Zeit bereite ich schon mal meine Schablone vor. Zum Prinzip Schablone brauche ich euch ja nicht mehr viel erzählen. Das ändert sich jetzt hier nicht groß. Nur weil wir da jetzt Gel auf die Haut drauf geschmiert haben. Wer genau wissen will, wie Schablone funktioniert, in dieses Video gerne mal reinschauen. Ansonsten mache ich das jetzt hier einmal kurz im Schnelldurchlauf. So, wenn wir das Ganze jetzt wieder aus der Lampe rausholen, haben wir hier das Gel auf der Haut. Das können wir jetzt ein bisschen mit durch leichten Druck von der Haut lösen. Und das wäre jetzt unsere Basis, da die Schablone drunter zu schieben. So. Hier setzen wir jetzt vorsichtig die Schablone. Ah, hier fehlt so ein bisschen Gel fest. So. Möglich alles Gel von der Haut lösen, damit ihr die Schablone auch drunter kriegt. Und dann setzen wir das Ganze jetzt hier an. Genau, passt wunderbar drunter, brauchen wir nicht einschneiden. Unten zusammendrücken. Einmal einen Blick an die Seite, ob die richtig sitzt. So, als nächstes machen wir ganz normal weiter wie eine Schablonenverlängerung. Das heißt, einmal das Gel schön auf den kompletten Nagel einmal verteilen. Und dann den Nagel so lang verlängern, wie ihr den braucht. Bei abgefressenen Nägeln würde ich den jetzt nicht ganz so lang machen. Ja, muss die Kundin aber wissen, ob sie es riskieren möchte oder nicht. So, da wir das Ganze gleich noch pinchen wollen, ganz wichtig, kommt das jetzt für 20 Sekunden in der Lampe rein. Franzi zählt wieder. 20. Einmal abchecken, ob das ausreicht. Und das tut es. Dann lösen wir mal das Gel von der Schablone. Zack. Bringen das Ganze schon mal ein bisschen in Form. Und dann setzen wir die Klemme an. Und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe zum kompletten Aushärten. Ja, zur Länge, wie gesagt, würde ich nicht ganz so lang machen. Ich würde bei abgekauten Nägeln auch immer Tipps verwenden. Ja, geht schneller auf jeden Fall als sowas. Es sei denn, die Kundin möchte absolut keine Tipps haben, dann müsst ihr natürlich mit einer Schablone arbeiten. Was gibt's noch zu sagen? Hm.
Ja, auf jeden Fall, der Kunden sagen, dass sie auch, wenn die Nägel wirklich stark abgekaut sind, gerne auch mal alle 2 Wochen wiederkommt, sich das Ganze auffüllen lässt, denn die sind nicht wirklich sehr stabil. Es kann immer mal passieren, dass da schnell mal was einreißt, weil die Naturnägel natürlich so kurz sind. Das heißt, auf jeden Fall alle 2 Wochen, 2,5 Wochen das Ganze auffüllen. Ist auf jeden Fall besser. Und dann, wenn die Nägel vernünftig rausgewachsen sind, dann kann sie natürlich auch alle 3 bis 4 Wochen kommen. So, als nächstes könnt ihr ganz normal das Aufbaugel auftragen. Wie immer. Ich fange immer in der Mitte an, gehe dann zur Nagelhaut. Und dann, ohne den Nagel zu berühren, langsam nach vorne. Bei abgekauten Nägeln ist der Apex natürlich ein bisschen weiter hinten. Ich zeige es mal kurz. Der würde dann ungefähr hier so, also kommt immer drauf den abgekauten Grad an. Also der Apex ist meistens immer so da, wo der Nagel endet, der Naturnagel endet. Das heißt, er verschiebt sich ein bisschen nach hinten. Ja, genau, da müsstet ihr den dann hinpacken. So, und rein damit. So, und dann haben wir hier schon den verlängerten, abgekauten Nagel. Und warum ziehst du die Hand weg? Weil ich gemerkt habe, dass ich nicht auf meiner Markierung war. Das stimmt. Ja, und den werden wir jetzt nachfeilen. Die beiden Hörnchen hier oben passen wunderbar zu Franzi. Aber die werde ich trotzdem wegfeilen. Und ja, Endergebnis gibt es dann gleich im Auto. Beim Fallen müsst ihr jetzt darauf achten, dass ihr quasi den Naturnagel bis hierhin ja imitieren müsst. Das heißt, bis hierhin sollte der Nagel gerade gehen und ab da könnt ihr dann quasi die Form reinfallen, die ihr haben wollt. Das heißt, ich mache jetzt ab dieser Stelle den Nagel rund, wie die restlichen Finger auch sind. Auch nicht zu dünn fallen an der Seite, ganz wichtig. Denn umso dünner das Ganze an der Seite wird, umso leichter kann es da auch schnell mal einreißen. Vor allem bei abgekauten Nägeln ist das wichtig. Also gerne mal ein bisschen dicker hier in dem Bereich lassen und auch in dem Bereich. Wie gesagt, damit das Ganze da nicht schnell einreißen kann und das Ganze ein bisschen mehr Stabilität hat. So, und das wäre dann das Endergebnis. Apex rausarbeitet, Form passt auch, nicht zu dünn an den Seiten und ja. Das Ganze werden wir jetzt gleich noch lackieren und dann sind wir fertig. So, das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch, ihr hattet auch einen kleinen Mehrwert dadurch, dass ihr ein bisschen sehen konntet, wie ich daran gehe und wie man das Ganze am besten verlängert. Wie gesagt, ich hätte gerne einen etwas kürzeren Nagel gehabt, aber war jetzt leider nicht möglich. Falls mir noch mal einer mit so einem kurzen Nagel unter die Fittiche kommt, werde ich den auf jeden Fall noch mal zeigen. Ja, aber kommen wir doch erstmal zum Gewinnspiel. Und zwar ist das eine Cat-Eye-Box mit 20 Cat-Eye-Farben. Ein wirklich extrem geiles Teil. Ich hätte es wirklich selber sehr gerne behalten, aber ich kann einfach nichts damit anfangen, weil Franzi steht nicht auf Cat-Eye und sie ist halt auch mein einziges Modell, wo ich Nägel dran mache. Der ich die Nägel mache, so hört sich das besser an. Ja, ihr könnt dieses geile Teil gewinnen. Was ihr machen müsst, um dieses geile Teil zu gewinnen, ist einfach nur Abonnent meines Kanals sein. Das sind die meisten ja wahrscheinlich schon. Zudem einfach nur den Hashtag Gelnägel unten in die Kommentare reinschreiben und schon macht ihr mit bei dem Gewinnspiel. Das Ganze wird dann bis nächsten Montag gehen, laufen. Aber genauere Infos stehen unten nochmal in der Beschreibung rein. Da steht auch das genaue Enddatum nochmal drin mit Uhrzeit. Wenn es mir möglich ist, werde ich am Montag auch ein kurzes Video dazu machen, das bei YouTube hochladen, mit dem Gewinner des Gewinnspiels. Ansonsten wird der Gewinner in den Kommentaren benachrichtigt. Der braucht dann nur eine E-Mail an mich schreiben und schon gehört ihm dieses geile Teil.
So, das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Abonnieren, sharen, teilen, liken, alles, worauf ihr Bock habt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.